Way. Hallo liebe Leute und ich begrüße euch. Ja, DJKR87 wieder hier und willkommen zum Let's Play von Ganbare Goemon 2 Kiteretsu Shogun Maginesu. Zu Englisch Very Strange General Maginesu oder zu Deutsch einfach sehr merkwürdiger General Maginesu. Ja, Ganbare Goemon 2 ist auf jeden Fall der zweite Mystical Ninja Teil in der Spielereihe, die für Super Nintendo rauskam. Allerdings nur in Japan und das im Jahre 93. Ja, es wurde nicht lokalisiert, leider. Finde ich schade. Weil es ist nämlich ein tolles Spiel. Und ich werde es mit euch let's playen, liebe Leute. Ja. Und dann starten wir auch direkt mal durch. Wow. Und wir haben drei, ja, Speicherstände zur Auswahl. In diesem Spiel war sogar schon Speicherung möglich. Ja, hier unten haben wir die Option, ob kopieren oder löschen. Das brauchen wir nicht. Wir starten einfach mal ein Spiel. Und dann haben wir auch noch die Auswahl zwischen drei Charakteren. Man könnte dieses Spiel auch zu zweit spielen. Aber ich werde es alleine in diesem Let's Play durchziehen, durchspielen und so weiter und so fort. Und ich werde Sasuke nehmen. Ja, in Mystical Ninja im Let's Play, im ersten, ja, mache ich das ja als Together und da sind Goemon und Ebisumaru ja schon vertreten und Sasuke gar nicht. Also ist Sasuke derjenige, der dran glauben muss. Und nun kommen wir zu einer Zwischensequenz und die Texte, die jetzt hier kommen, ich werde sie alle improvisieren. Eines Tages an einem sehr tollen Strand in Edo. Keine Ahnung. Ebisumaru tanzt und hat Spaß dabei. Sag ich jetzt mal so. Oh. Ah, Ebisumaru, komm mir nicht zu nah. Ich will nicht tanzen. Ah, lass mich in Ruhe. Bitte. Aber ich will doch nur tanzen. Komm schon. Und da ist Sasuke. Hey, Goemon. Was treibt ihr hier eigentlich? Es gibt da etwas, was ich euch sagen muss. Und zwar haben wir ein großes Problem. Nämlich, wir haben Ärger mit einer merkwürdigen Person. Und das soll Maginesu sein. Okay. Dieser Mistkerl! Wie kann er es wagen? Den werden wir eine Lektion erteilen. Und zwar eine, die sich gewaschen hat. Auf geht's in den Kampf! Oh ja, und wir sind stärker als je zuvor. Ey, und was ist mit mir? Tja, Ebisumaru, du wirst ausgelassen. Ah ja. Auf jeden Fall geht jetzt die große Reise los. Ja. Kapitel 1. Frag mich jetzt nicht, was da steht. Ich kann es leider nicht lesen. Schade ist auch, dass es noch keiner auf Englisch übersetzt hat. Also so als Fan-Translation. Und ja, wir können schon starten. Yeah, wir spielen als Sasuke. Wir können laufen, springen, schlagen. Wir können sogar krabbeln. Und, genau, wir können die Waffe wechseln. Wir können auch mit Granaten schmeißen. Ah, ist das toll. Ja gut, auf jeden Fall müssen wir jetzt durch diese Levels hier laufen. Yay. Und dabei möglichst gucken, dass wir diese Häschen hier kaputt schlagen. Ja, diese Häschen gehören auf jeden Fall zu Maginesu, dem bösen Typen in diesem Spiel. Die wir, also die halt versuchen wollen hier, die Welt, wow, ja genau, hier kann man durch. Von Goemon zu erobern oder so, wie das etwa war. Diese Truhe, die ich jetzt aufgesammelt hatte, hat auf jeden Fall sehr viel Geld beinhaltet. Ich glaube 50 Rio. Genau, die Währung in diesem Spiel heißt Rio. Die wir auf jeden Fall sammeln müssen. Kann man, also das Geld braucht man hier für viele Sachen. Anders als in Mystical Ninja 1. Wo man ja das Geld eigentlich nur zum Kaufen verwendet. Hier kann man es auch. Ihr werdet es ja sehen, wenn es soweit ist. Und dieser Elefant, der bringt uns dann wieder an der Stelle hin, wo wir ihn jetzt eingesammelt haben. Und diesen Fisch hier, auf den können wir draufspringen. Wir können hier sogar Maschinen benutzen. Oder Gefährte, also wie man sagen könnte. Und damit rumhüpfen.
Yay! Oder auch sonst sich bewegen. Und im Wasser sind diese Fische natürlich schneller. Wow! Okay, das kam unerwartet. Und dieser Fisch kann natürlich auch schießen, wenn man Y drückt. Und hier hätte ich eigentlich rüberspringen müssen. Moment. Wow! So in etwa. Ja, dieser Fisch ist auf jeden Fall sehr genial. Da ist Geld. Geld kann ich immer gebrauchen. Irgendwann müsste dieser Fisch, glaube ich, auch kaputt gehen. Man kann auch irgendwie abspringen. Das muss ich jetzt... Ah, nach oben und B. Okay. Yay. Und hier ist ein Waschbär. Unser Ziel. Der uns Geld schenkt. Olle. Und wir sind reich. Ja, und das ist die Weltkarte, auf der wir laufen können. Ja, in diesem Spiel gibt es sogar eine Weltkarte, auf der wir uns frei bewegen können. Anders als beim ersten Teil. Ist das schon etwas, ja... feiner gemacht worden, würde ich sagen. Und hier ist sogar die erste Stadt, die wir besuchen. In der Stadt können wir, wie bei Mystical Ninja 1, auch wieder frei rumlaufen. Allerdings kam jetzt irgendwie eine automatische Sequenz. Und da ist Wise Man. So heißt der Typ. Der uns etwas geben will. Eine Muschel. Eine Muschel zur Beschwörung von Impact. Den Impact-Roboter. Ja, der müsste eigentlich euch, sofern ihr die Mystical Ninja Teile für einen 64 gespielt habt, bekannt sein. Ansonsten werdet ihr ihn hier kennenlernen, den Impact-Roboter. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt diese Flöte, mit der wir ihn beschwören können. Und eine Frau, die uns Geld schenkt. Ja, aber hier sind die Dorfleute nicht ganz so aggressiv. Erst wenn man sie einmal schlägt. In etwa so. Da müssen wir weglaufen. Am besten ins nächste Gebäude. Okay, hier, was haben wir hier? Ist das so eine Art Logbucheintrag wie beim ersten Teil? Ich glaube schon, aber brauche ich eigentlich nicht. Nee, die gibt mir irgendwas für 50 Rios. Nein. Ich sag mal nein. Okay. Ja, auf jeden Fall in diesem Dorf können wir uns frei bewegen. Wir können sogar auf Dächer laufen. Das ging beim ersten Teil auch noch nicht. Aber hier, diese Dörfer sind auf jeden Fall alle friedlicher, weil die Leute werden wirklich nur aggressiv, wenn man sie einmal schlägt. Ist auf jeden Fall netter als beim ersten Teil, definitiv. Okay, hier können wir uns Essen kaufen. Werde ich auch einmal machen. Ja. Okay. Bin ich auf jeden Fall aufgefrischt. Und was ich auch noch sagen muss, dieses Spiel, Gunbari Goemon 2, habe ich auch vor einem knappen Jahr einmal Let's Played. Und da mir das, ja, der erste Durchlauf nicht so gefiel, er war blind. Ja, das war jetzt nicht, das war das weniger übel, aber ich habe es ziemlich schlecht gespielt und wie ich finde auch ein bisschen schlecht kommentiert. Also habe ich mir überlegt, einfach zum Einjährigen das nochmal neu zu Let's Playen. Und dann halt hoffen, dass ich hier irgendwie besser durchkomme. Und hier können wir uns Rüstung kaufen, mit der wir uns schützen können. So, Reißbällchen brauche ich nicht. Ich glaube, die würden mich wiederbeleben oder so, wenn ich tot gehen sollte, aber nee, brauche ich nicht. Oh, hier... Ja, die alte Dame gibt mir auch Geld. Way. Von mir aus können noch mehr solche kommen. Ich glaube, hier ist das Hotel, wenn ich mich nicht irre. Aber schlafen brauche ich nicht. Nein. Ja, um einfach aus dieser Häuser rauszukehren, einfach nach unten drücken, wenn man nicht weiß, was man drücken muss, da ich ja leider kein Japanisch kann. Muss ich da halt ein bisschen, ja, ausprobieren. Die Texte, was die hier labern, verstehe ich leider auch nicht. Ja, wohl auch nicht. Aber diese Texte werde ich nicht improvisieren, nur Zwischensequenzen oder so. Das heißt, ihr müsst damit klarkommen, dass das Spiel auf Japanisch ist. Aber ich werde es trotzdem irgendwie schon durchspielen. Und wir kommen zum zweiten Level. Wow. Olle. Und wir sind beim Sonnenuntergang. Und uns kommen eine Menge Gegner entgegen. Na toll. Ein Hase mit einer Kanone diesmal. Und ein... hüpfender Schirm oder sowas, was auch immer das dastehen soll. Okay. Es wird dunkel. So. Na komm. Ihr seid miese Gegner. Ich mache euch alle fertig. Okay. Ja, wie ihr seht, Sasuke hat auf jeden Fall so einen Schuss. Ich glaube, den hat man nur, wenn man volle Energie hat. Nee. Okay, ich glaube, da muss man auch irgendwie Upgrades sammeln. Ich habe jetzt aber irgendwie nicht mitgekriegt, dass ich welche gesammelt habe. Aber, ja, wird wohl irgendwann noch kommen, dass ich euch das zeigen kann, weil am Anfang hatte ich das noch nicht. Oh, eine Maus, mit der kann ich rumfahren. Ja, hier gibt es auf jeden Fall sehr viele Gefährten, mit denen man fahren kann. Fische, Mäuse und ich glaube, es gibt noch eine Maschine. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher, was nochmal kommt.
Dafür ist mir das dann doch schon ein bisschen zu lange her, dass ich das gespielt habe. Okay, Maus gegen Maus. Wer gewinnt? Natürlich Sasuke mit seiner Maus. Way, weil ich ihn steuere. Woo! Ja, diese Dinger steuern sich auf jeden Fall so, dass man von links nach rechts fahren kann und mit Y halt schießen kann. Man könnte auch halt das so machen, dass beide eine Maschine fahren. Also wenn man das zu zweit spielen würde, das wäre wie bei einem ersten Mystical Ninja Teil, dass beide direkt auf einem Bildschirm spielen können und nicht abwechselnd. Also das hat Konami auf jeden Fall schon sehr gut gemacht, finde ich. Wow, und Ziel! Und ich krieg wieder Geld, ich kann hier stehen bleiben. Also solche Maschinen sind echt schon praktisch.